Großer Sport in Wiesbaden. Im Rahmen des 80. internationalen Pfingstturniers fand vor einzigartiger Kulisse und vielen Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine CIC-3-Sterne-Prüfung statt. 27 Paare gingen an den Start. Noch bei strahlendem Sonnenschein konnte am Freitagmorgen die Dressur als erste Teilprüfung ausgetragen werden. Ein Heimspiel für den Hessen Jörg Kurbel und seinen Brookfield The Bouncer. Nach einer bisher erfolgreichen Saison und Erfolgen wie dem Nationenpreis in Fontainebleau zeigte er sich auch nach der Dressur in Wiesbaden zufrieden. Bei außergewöhnlichen Gegebenheiten im Biebricher Schlosspark stellte die Prüfung eine besondere Herausforderung für Pferd und Reiter dar. Das merkt auch jedes Pferd, wenn es hier hochkommt vom Abreitebereich zum Viereck. Die werden alle nochmal einen halben Meter größer aufs Schloss zu, Springbrunnen. Ja, die sind gut abgelenkt erstmal. Ja. Zufrieden zeigte sich trotz eines kleinen Fehlers auch Andreas Dibowski, der mit It's Me in die Dressur startete. Hat leider einen kleinen Fehler in der ersten Galopptour gemacht, weil ich ihn nicht so ganz auf Zug hatte, wie ich gerne hätte, weil eigentlich ist die Galopptour seine Stärke. Und da hat er sich so ein bisschen zusammengezogen, da habe ich dann nicht aufgepasst, habe ihn nicht wieder vor mich gekriegt und da hat er dann den kleinen Patzer. Aber so insgesamt, er war hochkonzentriert, er bewegte sich locker und danach passierte dann ja auch keine Fehler mehr. Also insofern 46,4 Strafpunkte als Dressurergebnis. Da konnten sich auch die Eigentümer des 12-jährigen Vollblutwallachs Susanne und Holger Heigl freuen. Ich fand den kleinen Fehler überhaupt nicht schlimm, weil ich weiß, dass das Pferd durchaus schwierig zu reiten ist und ich bin mit der Leistung von Reiter und Pferd sehr zufrieden. Das habt ihr jetzt nett gesagt. Ja, wir sind natürlich sehr zuversichtlich und freuen uns, dass sich dieses Pferd auch in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Und wir können diesen Sport mit diesem Pferd mit viel Spaß und Freude begleiten. Und darüber sind wir sehr froh und dankbar, insbesondere auch an Andreas Dibowski, der dieses Pferd sehr schön weiterentwickelt. Ein Spitzenergebnis unter 30 Strafpunkten erzielte Julia Krajewski mit ihrem 8-jährigen Chipmunk FRH. Mit dem Vorjahressiegerpferd Samurai Duto stand sie nach der Dressur auf Rang 7. Ja, Sam war eigentlich sehr gelassen und hatte eine sehr schöne Trabtour, ging auch gut Schritt und dann sind mir leider am Anfang der Galopptour und in der Galopptour einfach zwei Fehler unterlaufen, die dann natürlich auch bestraft werden. Dementsprechend bin ich grundsätzlich mit der Form des Pferdes gut zufrieden, aber die Prüfung heute war natürlich ein bisschen schade, da wären auch noch ein paar Punkte weniger drin gewesen. Rang 1 nach der Dressur sicherte sich Ingrid Klimke mit Horseway Hail Bob Old. Auch sie erzielte zum ersten Mal ein Ergebnis unter 30 Strafpunkten. Mit 27,3 Strafpunkten legte sie nach der ersten Teilprüfung bereits gut vor. Dann am Nachmittag Überschwemmungen im Biebricher Schlosspark. Ein Gewitter zwang die Veranstalter, zahlreiche Prüfungen des Pfingstturniers zu verschieben. Auch ob die zweite Teilprüfung der Vielseitigkeit noch ausgetragen werden konnte, stand auf der Kippe. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Wiesen des Biebricher Schlossparks unter Wasser gesetzt. Selbst die 2 Tonnen schweren Geländesprünge wurden weggeschwemmt. Da staunte auch Michael Jung nicht schlecht. Zum Glück stoppte das Gewitter über Wiesbaden aber rechtzeitig, sodass das Springen der Vielseitigkeit mit Verzögerung noch am Abend stattfinden konnte. Trotz der starken Regenfälle konnten gute Bodenbeschaffenheiten gesichert werden. Ingrid Klimke blieb mit ihrem Bobby fehlerfrei und in der Zeit. So konnten die beiden den ersten Tag als Overnight-Leader beenden. Am Samstag fand dann der Höhepunkt der Vielseitigkeit in Wiesbaden statt, die Geländeprüfung. Die Überschwemmungen des Vortages hatten sich gelegt, so machten die Veranstalter in letzter Minute noch eine Prüfung unter optimalen Bodenbeschaffenheiten möglich. Ein anspruchsvoller Kurs im Gelände, der viel Technik und Konzentration von Reiter und Pferden abverlangte. Hier galt es, viele aufeinanderfolgende Aufgaben zu bewältigen, das Tempo der Strecke entsprechend zu regulieren und dabei möglichst in einer Zeit von 5 Minuten und 55 Sekunden zu bleiben. Michael Jung und Fischer Takinu ritten innerhalb von 6 Minuten und 56 Sekunden ins Ziel. Im Endergebnis der Prüfung in Wiesbaden Rang 10. Fischer Takinu hat seinen Höhepunkt bei den Olympischen Spielen in Rio. Da freue ich mich ganz riesig drauf, bin auch sehr gespannt. Es wird bestimmt ein tolles Erlebnis. Deswegen ist er jetzt auch noch nicht auf dem Höhepunkt seines Trainings. Aber trotz alledem ging er eine sehr, sehr gute Dressur. Auch heute ein ganz tolles Gelände, hat mir richtig viel Spaß gemacht mit ihm. Und im Springen werden wir jetzt noch ein bisschen arbeiten. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Monate Zeit zum Training und die nächsten Turniere werden ganz interessant.
Zwar auch nicht in der vorgegebenen Zeit, aber immerhin als schnellstes Paar ins Ziel schaffte es Andreas Osthold mit Pennsylvania. Innerhalb von 6 Minuten und 4 Sekunden beendeten sie den Parcours und sicherten sich Rang 3. Dass ich jetzt natürlich, sag ich mal, die schnellste oder beste Zeit hatte, das freut mich natürlich besonders. Aber es kam auch wirklich jeder Sprung auf mich zu. Es ging einfach super. Und es kam von Weitem, sie hatte die Ohren vorne und ja, toll. Vorjahressiegerin Julia Krajewski machte es auch in diesem Jahr wieder spannend. Mit ihrem Chipmunk erkämpfte sie sich sogar kurzzeitig wieder die Führung. Bis Ingrid Klimke als letzte Starterin die Arena erreichte. Mit einem Endergebnis von 32,5 Strafpunkten konnte sie nun zum vierten Mal die Vielseitigkeitsprüfung in Wiesbaden für sich entscheiden. Also ich muss sagen, dass Bobby in allen drei Teildisziplinen echt spitze war. Der ging schon eine super Dressur, sprang klasse gestern im Parcours und dann heute im Gelände. War flott unterwegs, aber immer sehr sicher an jedem Sprung und einfach beherzt und mutig, so wie man ihn kennt. Hat total Spaß gemacht. Und diese Atmosphäre hier in Wiesbaden ist natürlich wirklich einzigartig, weil so viele Menschen einen anfeuern und auf der Trasse sind. Man muss sich echt konzentrieren, immer vor, zurück, dass man wirklich die richtigen Schneisen hat. Aber es war ein anspruchsvoller Kurs und hat unheimlich Spaß gemacht. Insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende für die deutschen Starter in Wiesbaden. Mit einer Ehrenrunde der Sieger und Platzierten ging die Vielseitigkeitsprüfung auf dem Wiesbadener Pfingstturnier zu Ende.